Moin Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schild zum DLC. Ja, ich habe offscreen endlich den letzten Ort gefunden und ich dachte eigentlich, wir müssten nach da oben hin. Falsch gedacht. Wir müssen einfach nur mit der Dame hier sprechen. Oh, ich sollte mal das Mikro ein bisschen näher ranziehen. So, jetzt können wir schnell zum Meister aufbrechen und oder unser Master aufbrechen und schauen wir mal, was er für uns ja, für ein Training hat. Frage ist, wo müssen wir lang? Hier rein und dann rechts, oder? Ein Dick da, da ist ein Dick da, da ist ein Dick da. Hier oben war eine Sackgasse, ne? Aber ich glaube, wenn wir hier durchfahren, oder? Ja. Oh Gott. Nein, auch eine Sackgasse. Mist. Nein, ein Krebutag. Ich glaube, wir müssen jetzt einfach ein bisschen weiter nach links und dann kommen wir schon an. Boah, Krabhammer. Aua. Oh, und der Dende war das gerade, ne? Ich kann mir gut vorstellen, dass schon irgendwelche Poké-Fans die Dick das alle haben. Also. So. Verdammt, wir sind wieder im Kreis gefahren. War ja klar. Aber wir sind richtig, oder? Ach, verdammt. Nein? Wow. Und das Weilert von gestern ist immer noch da. Wahnsinn. Also wenn es ein Shiny wäre, dann würde man ja, dann würde man das doch theoretisch auch von hier sehen, oder? Ah, genau, hier ist der Brassberry Bahnhof, genau, und da vorne ist unser Dojo.
Na, lass mich doch mal sehen, wie es deinem mit dir und deinem Dakuma läuft. Fantastalonisch. Ihr seid ja echt ein Herz und eine Seele geworden. Dakuma ist an deiner Seite prächtig gediehen. Saubere Arbeit. Ja, ich glaube, ihr seid bereit. Folge mir bitte, ihr beiden. Hopp, hopp. Was ein schöner Tag zum Flanieren. Puh, da wären wir. Hier sieht es gut aus. Also Torti und Dakuma, wenn ihr wirklich stärker werden wollt, dann spitzt mal schön die Lauscher. Austragungsort dieses eigens für Dakuma konzipierten Trainings sind die Türme der zwei Fäuste. Beim Blauen handelt es sich um den Turm des Wassers. Der Rote hingegen trägt den Namen Turm des Unlichts. Der Haken ist, ihr müsst euch für einen der Türme entscheiden. Die Wahl des Turms wird sich nicht nur auf Dakumas zukünftigen Kampfstil, sondern auch auf seinen Typ auswirken. Deshalb solltest du dir gut überlegen, welchen der Türme du in einen Angriff nehmen wollt. Ihr beiden erwartet, in beiden Türmen erwartet dich 5 Etagen und 5 Trainer, die das Fauststick hinter den Ohren haben. Du solltest Dakuma also gut trainieren und durch im Level aufsteigen lassen, bevor du dich an diese Herausforderung wagst. Um die Türme der zwei Fäuste zu erreichen, musst du den Focused Force durchqueren. Oder du nimmst die Abkürzung, saust mit dem Fahrrad über den Fluss. Ich freue mich schon darauf, auf euch eine der Turmspitzen zu treffen. Das wird spitze. Ho ho. Und meine Faisy ist mal wieder stehen geblieben. Oh, Dakuma freut sich auch schon. Boah, was heißt denn hochtrainieren? Reicht Level 30? Eigentlich muss ich doch bestimmt Minimum Level 50 bringen, oder? Wir schauen einfach mal. Aber ich würde sagen, wir versuchen uns mal im Turm des Wassers. Ich hoffe, ich darf auch mit meinen anderen Pokémon kämpfen. Ich weiß es aber nicht. Was muss ich da Kuma offscreen nochmal trainieren? Ne? Bevor wir reingehen. Hallo Torti, der Meister hat mir schon Bescheid gegeben. Dies ist der Turm des Wassers. Er dient allein dem Training deines Dakumas. Solange es nicht das einzige Pokémon in deinem Team ist, kann ich dir keinen Zutritt gewähren. What? Och nö. Wir müssen es ja trainieren. Ich hasse Training. Wir bringen es erstmal auf Level 30 und schauen wir mal. Oh, komm her. Ein Calamnero. So. Hat Jesse nicht sogar die Vorentwicklung? So, abwarten mit dir, Libalo. Aber ich glaube, Level 30 wird zu niedrig sein. Feuerball.
Und Durchbruch. Ich hoffe, ich darf da Kuman ein Item geben. Level 30 ist ja schnell erreicht. Und ansonsten muss ich es offscreen dann einmal trainieren. Schauen wir mal. Kann gut sein, dass ich es Level 50, wenn nicht sogar 60 bringen muss. Ich glaube, ich würde mit der Akuma denn die Muschelglocke geben. Dann heilt es sich wenigstens noch mal ein bisschen. Für der Akuma. Scanner nehmen wir mal mit rein. Zertrümmerer kann weg. So, ein Pokémon nehmen wir irgendwo noch mal hier. Wann weiterentwickelt ist. Oh, hier ist noch ein Peondragi. Na komm, Voluna, du darfst dran. Sind wir dann? Flammenwurf. So, damit sollten wir safe sein. Sogar Level 31. So, ich darf nur Dakuma im Team haben, okay. Ich hoffe, ich darf es dann auch wenigstens heilen. Schauen. Tut mir leid, Libello. Ich muss dich leider einmal ablegen.
Ja, machen wir so. Cool. Nein. Eisenschädel ist eine Eisenattacke, ne? Brauchen wir aber erstmal nicht. Einsetzen. Alle. Ja, moin! Ja, cool. Nein, alles gut. Ja. Nein, alles gut, alles gut. Haben wir noch welche? Ja gut, ich meine, so kann man es auch machen. Ja, diese komischen Bonbons. Das waren alle, oder? Ja, oh, passt schon. Muss ich wenigstens nicht trainieren. So, Bro, ich habe nur Dakuma dabei. Level 70. Jawohl, jawohl. Du wächst sehr entschlossen dann. Viel Erfolg. Oh, was sind da 70er-Pokémon drin? Kann ich vorbeigehen? Okay, wer bist du denn? Sis. Die sieht irgendwie so ähnlich aus wie Tenten von Naruto. Regentropfen verschmelzen zu einem Fluss und kehren so irgendwann ins Meer zurück. Der ewige Kreislauf des Wassers wird dich verschlucken. Tagat. Wie viele Pokémon hat sie? Ich kaufe auch nur eins. Ein Enton. Oh Gott. Wir fangen erstmal mit der Kopfnuss an. Wir sind schneller, vielleicht schreckt Anton zurück. Aquavelle. Aber ich habe auch noch Tränke und sowas. Oh Gott, als ob. Gehen wir einmal auf Scanner. Aber selbst wenn, wird es mir nicht viel nutzen. Wir müssen da guck mal noch mehr hochbringen. Ach komm. Ja gut, Muschelglocke heilt uns, aber selbst Konfusion. Sehr effektiv, ne? Oh cool. Aber wir sind verwirrt. Ach nö. Haben wir sowas wie Fokus gehört oder was? Oder einfach weil Dakuma uns so sehr mag? Wir sind auf jeden Fall schneller. Und bei Kopfnuss haben wir halt die Möglichkeit, dass Enton zurückschrägt. Aber Enton hat keine Scheu. Danke, Thor, für deine Follower. Naja, wir müssen noch ein bisschen trainieren. Mindestens Level 55.
Frage, wo sollen wir am besten trainieren? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Die 10 Minuten nutzen wir jetzt noch aus zum Trainieren hier. Und dann werde ich da Kuma, denke ich mal, offscreen trainieren. Gibt es hier auch weiterentwickelte Pokémon? Starmie. Oh, und trifft Zeppelin. Es gibt viel. Hey, ich bin hier unten. Komm runter! Na komm, dann machen wir es, Dami. Durchbruch. Nee, Pokémon wechseln. Ah, ich habe gar kein anderes Pokémon. Ach, Menno. Stimmt. Verdammt. Das wird nix. Soll ich deinem Pokémon EP-Bonus geben? Also da, guck mal. Moin, inwiefern meinst du? Meinst du per Online oder bei den Dynarates? So, schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwelche Pokémon-Dullis haben. Diesmal nehmen wir auch natürlich nicht vergessen, wie die anderen Pokémon ins Team nehmen. Du gibst. Ja, also tauschen würde ich das auf jeden Fall nicht. Ist klar. Halt, wenn ein Pokémon mit EP-Bonus. Da können wir uns nach dem Stream gerne mal drüber unterhalten. Obwohl, ich brauche Nintendo Online, ne? Höchstwahrscheinlich. Also, dass ich online zocken kann, ne? Diesen Nintendo Pass. Und den habe ich leider noch nicht. Mal komm, Kingler. EP-Bonus, nicht EP-Bonbons. Ja, meine ich ja die EP-Bonbons, die ich auch vorhin eingesetzt habe. So, Pokémon. Na komm, lieber Lo. Und das tut weh. Als ob. So, beendet mir Nitro-Ladung.
Level 48. Oh, Nahkampf. Wie viel Angriff hat es, Stärke? 120. Mhm. Was ist klug? Da kommt Scanner Gun weg. Wollen wir mal zum Wylord? Ich werde schon die ganze Zeit eigentlich hin. Aber ich will halt so schnell wie möglich mit der Story vorankommen. Aber ich muss eh gleich da Kuma offscreen trainieren. Ich denke mal, ich werde die Pokémon-Liga oder so nehmen. Geht, glaube ich, schneller. Na, lass mich in Ruhe, Toyota. Ich will zu Wylord. Ja, hier ist klar. Level 80. Oh Gott. Los, Amphira. Alter. Das muss ja richtig viel EP geben. Los, Akani. So, ich will lieber noch einmal bitte fit, ich einmal kurz fit machen. Und dann müssen wir wohl eine Dynaform verwenden. Auch wenn das dann überhaupt geht, stimmt. Genau, Wylord, setz noch mal gerne Erholung ein. Akani, Schaufler. Nein! Oh Gott. Dieses blöde Wylord. Okay, das heißt, wir müssen physisch angreifen, ne? Feuerzahn. Es muss brennen. Obwohl, selbst wenn es dann Erholung einsetzt, ist die Verbrennung wieder weg. Oh. Was haben wir hier? Flammenrad. Oh Gott. Nochmal schnell auf den Feuerzahn. Oh, Akani tankt. Wahnsinn. Akani Turbo Tempo. Oh, wir haben es gleich. Wehe, du setzt Erholung ein. Was durchaus passieren kann. Komm, noch ein Turbo-Tempo. Ja! Gott sei Dank. Nice. Und ich danke euch fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und einen Kommentar lassen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann.